Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenonauts. Wir warten auf weitere Alien-Aktivitäten. Und darauf, dass unsere Singularity-Cannon fertig ist. Okay, sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur noch in die Lage kommen, die auch mal antesten zu können. Okay, wem geben wir die mal? Irgendeinem Heavy, der nicht allzu gute Reaktionen hat, vielleicht. Du. Okay. Ich glaube, so richtig viel Sachen mitnehmen können wir da nicht mehr. Wer hätte gedacht, dass schwarze Löcher so schwer sind? steht da irgendwas wie... also Singularity Cannon, Heavy Weapon, Predator Armed Soldiers... okay, ja, gut. Gut, kommt das alles weg hier. Müssen wir aber auch wirklich alles, ne? Ja, aber auch wirklich alles. Okay. Okay. Ja. ja, ich würde sagen, schauen wir mal, ne? Directional Thruster Array. Aus den Anfangstagen von XCOM, das haben wir gar nicht mehr. Da haben wir schon, glaube ich, sind wir da ein bisschen über den technischen Fortschritt hinausgewachsen. Exosphere Craft, fascinated for many reasons, not least extraordinary maneuvering capability, the device consists of a central grid, bla bla bla. It's an overstructure, source car engine, crowded arrangement of sensors. Okay, ja, ist ja eigentlich... Ach, das wäre das andere Dropship gewesen. An advanced dropship with improved speed and the capacity to carry additional soldiers. Und additional soldiers... Ja, das muss das... Ja, das wäre das erste Dropship-Upgrade gewesen. Wir haben ja jetzt schon das technisch Beste, in Anführungsstrichen. Damit können wir 12 mitnehmen. Beim allererst anfangs konnten wir 8 mitnehmen, da werden da wahrscheinlich 10 reinpassen. Mit anderen Worten, es taugt für uns überhaupt nichts. Aber ich meine, wir können es ja erforschen, warum nicht? Damit ihr was zu tun habt, nicht wahr? Wir sind ja jetzt, kommen ja dem Ende der Forschung relativ nahe. Achso, wir bauen ja jetzt gerade gar nichts. Was können wir denn bauen? Wir können, ja, wir können nach und nach die Foxtrots aussortieren. Nein. Zwei Foxtrots. Dann sortieren wir hier erstmal den Corsair aus. Nicht die Commission. Yep. Dann schicken wir hier Marauder 8 nach Indochina. Oder haben wir hier eingebaut? Nee, hier. Also Marauder 8, Relocate Indochina. Und dann bauen wir noch einen neuen Marauder. Und hier... Ich würde sagen, bauen wir auch noch einen Marauder. Geld haben wir. Die können, ja.
Singularity Core. Okay. Gut. Oh, das geht ja gut los hier. Command Center bombt. Carrier Base Attack, gucke an. Construction, das muss ja alles nicht. Terror, nee, das muss alles nicht sein. Also Moment mal. Ihr macht Terror. Da müssen wir schon mal was gegen unternehmen. Du machst Research, du kannst erstmal fliegen. Du machst Scouting, kannst du auch machen. Du machst Construction, das müssen wir auch verhindern. So. Du machst Base Attack, das müssen wir auch verhindern. Und du bist ein Carrier. Und du... Okay, haben wir noch irgendwas über für den Scout? Resolve. Okay, zwei Marauder gegen ein Battleship wird eng. Yep. Danke, Spiel, haben wir bemerkt. Androns, Herodon. Nee, wir haben festgestellt, Civilians sind am besten. Weg damit. Das da, ne? UFO 252, ja. Auto Resolve. Ja, das ist... Okay, das ist kein Problem. So, liebe Aliens, jetzt dürft ihr aber hier in Ostasien im Moment mal kurz nichts unternehmen. Da haben wir jetzt nämlich keine Schiffe mehr. Airstrike. Airstrike. Return to Base, da ist ja eh kein Sprit mehr. Und das war ja der, Research. Der kann ja ruhig ein bisschen was machen. Machst du irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Ach, da bist du wieder. Jetzt bist du da. 252 ist immer noch derselbe. Dann würde ich sagen, ich sollte mir einfach mal merken, Carrier, da reichen zwei. Okay. Crash Site, Airstrike. Gut. D-42 Strike Dropship ist ein VTOL, also Vertical Takeoff and Landing Aircraft that combines the functionality of helicopter with the performance of conventional aircraft. It is a major upgrade
on the Charlie. Naja, gut, auch Charlie hat uns treue Dienste geleistet. Being much faster and able to carry more troops. Also better equipped for operating urban spaces. Das haben wir nie gebraucht. Any mission that involves large helicopters disembarking troops and build up areas is a recipe for disaster. Shrike is rugged. Proxy creation is as effective as it is ugly. Ja, und steht natürlich nicht, wie viele Leute wir mitnehmen können. Das heißt, providing enough power to keep even a fully loaded craft airborne for days. In fact, the range limitation of the craft is due to pilot fatigue. However, the most important result of these knowledge is greater carrying capacity. The Shrike can carry up to 10 soldiers. Rather than 8. Ja gut, das ist war schön, aber ja, dann Hunter Scout. Ich glaube, den hatten wir schon ganz am Anfang. Nee, wollen wir nicht bauen. Okay, erste Priority. Carrier brauchen wir nicht. Season Battleship können wir auch nicht brauchen. Carrier brauchen wir auch nicht. Massive Battleship Androns brauchen wir auch nicht. Okay, also. Intercept. Nee, Quatsch. Nee. Launch. Intercept. Launch. Carrier Research. Carrier Research. Obwohl, hier müssen wir noch einen mitschicken. Intercept. Da muss noch ein Marauder hin, sonst fliegt er uns nämlich gleich in die Flugbahn. Und das hier machen wir so. Carrier Research haben wir noch. Noch zwei Foxtrots. Auto Resolve. Auto Resolve. Achso, das. Du bist uns tatsächlich in den Weg geflogen, ne? Dann flieg mal dahin. Nee, dahin. Auto Resolve, return to base. Auto Resolve, return to base. Huhuhuhuhu. Turn to base. Hier müssen wir noch irgendwas gegen machen. Haben wir da. Können wir da mit irgendwem hin? Naval Fueling and Rearming. Noch ein bisschen warten. Ah, da oben wohnt noch jemand. No range. Ach Gott, noch einer. Kommt ja zu nichts hier. Ach Gott, ihr braucht noch.
Machen wir das hier erstmal weg. Kann sein, dass jetzt die Aliens ein bisschen aufdrehen. Anzahl an Schiffen. Kommt da irgendwer hin? Sieht nicht so aus. Ihr seid leer geschossen, müssen wir erstmal warten. Ah, ihr seid noch grounded. Nee. Das ist gut. Wo bist du? Du bist in HQ. Da haben wir jetzt also wieder drei. Also wenn die so weiterkommen in dieser Anzahl, da brauchen wir ja tatsächlich noch ein paar Flugzeuge. Okay, dann bauen wir hier also auch noch Flugzeuge. Also, die Commission. Die Commission. Aircraft. Magorda. Da bist du. Haben wir dich. Sehr gut. Jo, haben wir zwar eine ganze Menge. Oh ja, 30.000 verloren. 11.000. Ja, ein bisschen Ärger haben sie gemacht, aber im Großen und Ganzen. Ja, wir brauchen tatsächlich noch ein paar Schiffe, ein paar Flugzeuge, weil das wären ja, offensichtlich wären es immer mehr. Hunter Armored Car, der Hunter Scout Car, Small Armored Vehicle, ja, es ist alles ganz schön, wer es mag, kann sich's durchlesen, aber das ist Technik, die ist obsolet. Und das ist auch obsolet. Und das wird auch obsolet sein, aber er forscht es trotzdem. Nee, wollen wir nicht. Carrier. Obwohl, da können wir ja die Fox trotzdem hinschicken. Die werden wir eh bald aussortieren, dann können die sich noch ein bisschen leer ballern. Launch. Und ihr beide nach hier. Und wo? What the fuck? Ah ja, stimmt ja, bei Interceptern rechnet die KI ja so beschissen. Okay. War das ein Unentschieden oder was? Ne, das ist ja fantastisch. Wen hat's da denn gerade zerrissen? Ah ja. Wo? Intercept. Marauder 10 hat es zerrissen. Na gut, dann müssen wir halt ein bisschen warten, bis er wieder da ist. Und beim nächsten Mal machen wir die Dinger wieder von Hand.
Muss ich dran denken, die Interceptors von Hand zu machen, weil die Auto Resolve es einfach nicht auf die Reihe kriegt, weil er ist ja kein, also diese Interceptor sind ja kein Problem mit einem Marauder. Nur die, der Algorithmus kriegt es offensichtlich nicht hin. Ah, das klingt interessant. Haben wir da jemanden, der da was? Ja. Fliegst in die falsche Richtung, Freund. Refueled noch. Das war ja klar. Naja, hier können wir ein bisschen Einbußen uns erlauben. Können wir den irgendwo in Nordchina, Hotel Overland. Autoresolve. Dankeschön. Okay. Also das Ding hier weg. Das Ding hier weg. Mehr haben wir nicht. Und das Ding werden wir jetzt mal angehen, würde ich sagen. Das war doch. Ein Battleship auf einer Farm. Das Battleship auf dem Bauernhof mit Civilians, Reapern und einem Prätor. Ich hoffe, der hat überlebt. Dann wollen wir mal. Okay. Hat sich an unserer. Achso, also klar. Was hat sich geändert? Also was muss sich ändern jetzt? Wir brauchen andere Ausrüstung, beziehungsweise wir brauchen mehr von diesen komischen Stun-Grenades. Das sind Civilians, da funktionieren die Smoke-Grenades sowieso nicht. Wir brauchen mehr hiervon. Und du, dann vier. Du, da ist eh kein Platz. Verdammt gegen den, ich weiß nicht. So, du hast jetzt 5. Dir ist es vom Prinzip egal, weil du ja sowieso nichts benutzen kannst. Du hast 5. Geben wir auch noch eine. Hast du 4. Hast auch 4. Okay. Und du. Ob das so eine gute Idee ist? Ich weiß nicht. Naja. Wir werden ja leichter, je mehr schwarze Löcher wir verschießen, desto leichter werden wir ja. Okay, ist da schon eins geladen oder? Max, come on. Okay. Nehmen wir noch mit, können wir zur Not ja auf den Boden fallen lassen. Okay, dann würde ich sagen, Launch. Crash Site. Civilians, yep.
Intercept. Valkyrie. Und los. Engage. Okay. Er hat überlebt den Absturz. Alien Praetor present. The amount of alien communication traffic in the area is far higher than normal, Commander. The aliens seem worried about something. I strongly suspect that there is a Praetor in the vicinity. It would strike a terrible blow against our foes if your men were able to capture it alive for interrogation. We would be close to ending this game, this war, once and for all. Okay. Haben wir hier irgendwo eine Ahnung, ob hier eine Ecke ist? Nee, haben wir nicht. wer hat denn dieses... Du hast die Mörderwumme hier. Okay. What? Irgendwas stand da gerade. Aber das war zu schnell weg und ich habe es nicht lesen können. Wieso fehlen uns Zeiteinheiten? Wieso haben wir nur 70? Also du, das sehe ich ein. Okay. Und da fangen wir mit einem... Stand da nicht was von Radius 5? Das ist aber mehr als 5, oder? Nee, es sind 5. 5 plus Center, ja. Okay. Okay. Wie bist du da eigentlich hintergekommen, Freund? Egal. Also, was haben wir denn noch hier? Also hier haben wir ein... Ich wollte sagen. Also eine überdachte Tränke, das ist sehr schön. Ist hier die Karte zu Ende? Ja, hier ist die... Ah, wir sind also in der Ecke. Ja, sehr gut. Okay, da ist noch ein Reaper. Das ist alles ganz interessant. Noch mehr Reaper. Okay. Mhm. Also wir sind in der Ecke gelandet, das ist schon mal ganz gut. Vielleicht landet man mit diesem Schiff auch immer in der Ecke. Was wir aber, bevor wir hier noch irgendwas machen, guckst du noch mal hier hin. Nämlich keine Lust, dass da noch... Nee, da hängt keiner rum. Okay. Gut. Ja, das ist doch guter Punkt für den Cliffhanger. Dann würde ich sagen, wenn wir beim nächsten Mal uns mit den beiden Reapern hier beschäftigen. Mehr wird es ja nicht geben. Obwohl, wir haben gelesen, wie viel waren es? 5. Gut. Und wir haben einen Praetor present. Was ich total cool fände, wenn der hier auch draußen rumschawenzeln würde. Aber ich fürchte, der wird sich verbarrikadieren. Na gut. Ja, das wird dann wahrscheinlich die bisher wichtigste Mission werden. Ein High-Ranking Alien Commander capturen. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit unserem Capture-Versuch. Zumindest versuchen wir erstmal, uns die Reaper vom Leib zu halten. Also, bis dahin. Tschüss.